Ja, ich will sprechen über Klimakrise, Krieg und Flucht und am Beispiel Syriens. Der Zusammenhang zwischen Klimakrise, Migration und Konflikt ist sehr komplex. Da gibt es auch so eine Vorstellung, ja, irgendwo wird eine Landschaft überschwemmt und dann machen sie die Menschen auf nach Europa und Amerika. So einfach ist es nicht. Und ich möchte das am Beispiel Syriens ein bisschen genauer auseinanderdröseln, weil das ein realer und ziemlich großer, weltweit beachteter Konflikt ist, der eben auch weltweite Auswirkungen hat. Ob klimatisch bedingte Probleme zu sozialen Erschütterungen führen, das hängt im Wesentlichen davon ab, ob die politischen und sozialen Verhältnisse eine Anpassung an die veränderten Bedingungen ermöglichen oder halt nicht. Syrien Aber liegt also in der Landschaft Mesopotamien, im berühmten Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, im sogenannten fruchtbaren Halbmond. Ich muss jetzt ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, ziemlich weit, aber ich mache es kurz, weil viele der heutigen Konflikte ihre Wurzeln ziemlich weit zurückliegend haben. Dort sind spätestens im 3. Jahrtausend Stadtstaaten entstanden. Zeitweilig war das Gebiet unter dem Einfluss von Großreichen wie Akkad, Assyrien oder Ägypten, später Babylonien, Persien. Und dann nach der Eroberung durch Alexander den Großen gehört es zum Reich der Seleukiden und schließlich zum Römischen Reich. Sehr früh hat sich das Christentum von Jerusalem aus in Syrien verbreitet. Das hat in Jerusalem begonnen, hat sich nach Westen Richtung Ägypten weiter verbreitet, nach Norden eben über Syrien, dann ins Römische Reich. Und bis heute gibt es ja in Syrien christliche Gemeinden. Im 7. Jahrhundert ist Syrien dann von muslimischen Arabern erobert worden. Damaskus war lange Zeit Sitz des Kalifen. Durch die Islamisierung hat sich die arabische Sprache verbreitet und hat das Aramäische und Griechische weitgehend verdrängt. Ein bisschen Aramäisch wird immer noch gesprochen. Unter Omar, dem zweiten Kalifen, haben die Araber auch kurdische Gebiete erobert. Die Kurden haben auch den Islam angenommen, haben aber ihre eigene, mit dem Persischen verwandte Sprache beibehalten. Was jetzt auch wichtig ist, nach dem Tod Mohammeds ist es zu Machtkämpfen zwischen den Nachfolgern gekommen, die zu der religiösen Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten geführt hat. Unter den Schiiten sind später weitere Strömungen entstanden, von denen sind für Syrien vor allem die Alawiten und die Drusen bedeutend. Die haben also unterschiedliche Auffassungen, die erkennen sich auch nicht, werden von nicht von allen Muslimen als Muslime anerkannt. Die Alawiten, die Frauen tragen zum Beispiel keine Kopftücher, die dürfen auch Alkohol trinken. Dann kamen wieder ein christlicher Einfluss, nachdem die europäischen Kreuzfahrer Jerusalem erobert haben. Da hat es dann für 200 Jahre vier christliche Kreuzfahrerstaaten gegeben. Sultan Saladin ist berühmt, er hat sich als Verteidiger des Islam gegen die Kreuzfahrer einen Namen gemacht. Der war kurdischer Abstammung übrigens. 1517 ist Syrien dann unter osmanische Herrschaft gekommen und das ist es geblieben bis 1918, also bis zum Ende des Weltkriegs, des Ersten. Im 19. Jahrhundert waren Großgrundbesitzer, die in den Städten gelebt haben, die politische Elite. Die waren sunnitische Muslime von türkisch-arabisch und kurdischer Abstammung und haben türkisch und arabisch gesprochen. Diese großen Familien haben Klientennetzwerke unterhalten, also Menschen, die von ihrer Protektion abhängig waren in der Stadt und auf dem Land. Im Osmanischen Reich war natürlich ein starker türkischer Nationalismus und als Gegenbewegung hat sich eben in den arabischen Gebieten der Panarabismus entwickelt. Der hat sich auch von Damaskus aus verbreitet. Während dem Weltkrieg von 1916 haben Frankreich und Großbritannien ein Abkommen geschlossen über die
Aufteilung des Nahen Ostens in Interessensgebiete. Syrien wurde 1920 französisches Mandatsgebiet, Palästina, Transjordanien und Irak britisches. Den Kurden hat man bei den Verhandlungen von Sèvres einen eigenen Staat versprochen. Da haben die Sieger des Weltkriegs, das Osmanische Reich, eben die Aufteilung des Osmanischen Reichs besprochen. Allerdings ist ihnen dann der Kemal Atatürk dazwischen gekommen, der den türkischen Unabhängigkeitskrieg angeführt hat. Und die Siegermächte des Ersten Weltkriegs besiegt hat, sodass also von der Türkei doch ein größeres Stück übrig geblieben ist, als die Engländer und Franzosen geplant hatten. Von einem kurdischen Staat war dann auch nicht mehr die Rede. Hier seht ihr also im Norden das französische Einflussgebiet und im Süden das britische. Die Franzosen, die haben sich jetzt die religiöse und ethnische Vielfalt für eine Politik des Teilens und Herrschens zunutze gemacht. Im Süden haben sie ein autonomes Gebiet für die Drusen eingerichtet, im Westen an der Mittelmeerküste den Libanon mit christlicher Mehrheit, dann auch an der Küste ein autonomes Gebiet für die Alawiten und dann jeweils für die konkurrierenden Städte Aleppo und Damaskus jeweils eine Provinz. Das wirkt sich auch bis heute aus. Hier in der Jazira waren hauptsächlich und sind bis heute Kurden und Beduinen ansässig. In den 20er und 30er Jahren sind die Unabhängigkeitsbestrebungen immer stärker geworden, aber erst 1946 hat Frankreich seine Truppen abgezogen und Syrien wurde unabhängig, also nach dem Zweiten Weltkrieg erst. 1952 wurde die Baath-Partei gegründet, die heute die Regierung stellt, die damals panarabische und sozialistische Ziele verfolgt hat. 1958 haben sich kurzzeitig Syrien und Ägypten unter Nasser zur Vereinigten Arabischen Republik vereinigt. Es hat aber nicht lange gehalten. 1961, ein Militärputsch, hat dem wieder ein Ende gemacht. Und 1963 ist der nächste Putsch gefolgt, der die Baath-Partei an die Macht gebracht hat. Diese Baath-Partei hat sich an die Sowjetunion etwa angelehnt, außenpolitisch, und hat eine Politik gemacht, die sich gegen die städtische Bourgeoisie von Damaskus und Aleppo gerichtet hat. Die Macht ist dann eher in die Hände von Kräften aus den ländlichen und peripheren Gebieten übergegangen und an dort ansässige Stämme, vor allem also die Alawiten. Der radikale Baath-Flügel hat eben eine Agrarreform betrieben, Landaufteilungen, Verstaatlichungen und einen großen öffentlichen Sektor geschaffen. Und das hat doch die ärmsten, die benachteiligsten Schichten auf Kosten der Kaufmannsklassen und Industriellen und Großgrundbesitzer etwas bevorzugt. Das Regime hat damals eine gewisse Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln garantiert, medizinische Betreuung und schulische Bildung. Das war eine staatskapitalistische Wirtschaft, die sich sowohl gegen das nationale Privatkapital als auch gegen das ausländische Kapital gerichtet hat. Mit der Machtübernahme durch Hafez al-Assad, Vater des gegenwärtigen Präsidenten, das war 1970, da hat diese radikale Sozialpolitik der 60er Jahre ein Ende genommen. Assad hat die Versöhnung mit den bürgerlichen Klassen gesucht. Er hat ein autoritäres Regime errichtet, das sich auf Armee und Geheimdienste gestützt hat. Die höheren Offiziere wurden alle aus den alawitischen Stämmen rekrutiert, die eng mit der Assad-Familie verbunden waren. Das Regime hat sich ausgezeichnet durch Vetternwirtschaft und Klientelismus.
Private Investitionen in Wirtschaftssektoren, die bisher öffentlich waren, sind gefördert worden. Und das Land ist in Departements aufgeteilt worden, die weder nach ethnischen bzw. religiösen Identitäten organisiert waren und das hat also subtil die gesellschaftliche Spaltung verstärkt und sich im Großen und Ganzen eigentlich auf das bezogen, was die Franzosen schon eingeführt hatten als Mandatsmacht. Unabhängige zivilgesellschaftliche Organisationen, also Gewerkschaften, Berufsorganisationen von Ärzten, Ingenieuren, Anwälten und so weiter, sind 1980 aufgelöst worden und durch Strukturen ersetzt worden, die direkt der staatlichen Kontrolle unterstanden sind. Jede unabhängige politische Aktivität ist untersagt worden. Nur die Baath-Partei hat Versammlungen und Demonstrationen organisieren dürfen und auch nur sie hat Zeitungen herausgeben dürfen. Mit dem Tod von Hafez al-Assad und dem Antritt des Präsidentenamts durch seinen Sohn Bashar gab es eine gewisse Hoffnung auf Veränderung, sogenannte Damaszener Frühling, so ab Anfang 2001. Da haben Zivilgesellschaft und politische Organisationen mobil gemacht, um eine Demokratisierung zu fordern. Aber das ist sehr schnell unterdrückt worden. Es gab noch Demonstrationen und Sit-ins von 2004 bis 2006 für Versammlungs- und Meinungsfreiheit. 2004 gab es einen kurdischen Aufstand in Gamischli, der auch von den Sicherheitskräften massiv unterdrückt worden ist. Wirtschaftlich hat Assad, also Bashar al-Assad, auf neoliberale Deregulierung und Privatisierung gesetzt, aber gleichzeitig eine Vettern- und Günstlingswirtschaft praktiziert. So konnten einzelne Personen, die dem Regime nahestanden, wie zum Beispiel ein Cousin des Präsidenten, der Rami Makhlouf, der hat im Jahr 2011 mit einem System von Holdings 60% der syrischen Wirtschaft beherrscht und kontrolliert. Es gab ein Wirtschaftswachstum, aber das ist bei der breiten Bevölkerung nicht angekommen. Der Unterschied zwischen Arm und Reich hat sich vergrößert. Arbeitslosigkeit 2011 zu Beginn der Rebellion, je nach Quelle zwischen 15 und 25%. Bei den Jugendlichen zwischen 34 und 39%. Also man kann sich vorstellen, was das politisch bedeutet. Unter der Armutsgrenze gibt es Zahlen von 2007. Da haben 33% unter der Armutsgrenze gelebt und 30% nur knapp darüber, also 2/3 der Bevölkerung, armutsgefährdet oder armutsbetroffen. 2008 haben 28% der Landwirte 75% des bewässerten Bodens besessen und bearbeitet und 49% haben nur 10% besessen. Die Inflation war auch sehr stark, 2008 17%. Das hat zur Verarmung der Mittelschichten geführt, deren Einkommen entwertet worden ist. Wie ist das Klima in Syrien? 60% der Landfläche ist Wüste oder Steppe. Das eignet sich eigentlich nur für die Schafzucht. Die Landwirtschaft ist zu 90% von Regen und zu 10% von Bewässerung abhängig. Angebaut wird hauptsächlich Weizen, Gerste und Baumwolle. Das ist alles sehr wasserintensiv. Vor allem der Weizen und die Baumwolle. Bis in die 70er Jahre war die Landwirtschaft noch der größte Wirtschaftszweig und 2003 hat sie noch immer fast ein Viertel zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Jetzt sind Dürrejahre in Syrien keine Seltenheit. Zwischen 1900, wo die Aufzeichnungen begonnen haben, und 2005 hat es 6 Dürreperioden gegeben, aber 5 davon haben nur jeweils eine Saison gedauert. Also der Winter ist ja die Hauptvegetationszeit. Und eine dieser Dürreperioden hat 2 Saisonen gedauert. Aber von 2006 bis 2011 hat dann die schlimmste Dürre geherrscht, seit es für die Region überhaupt Aufzeichnungen gibt. Und zwar sowohl nach der Dauer
als auch nach der durchschnittlichen Regenmenge. In der Region Aleppo zum Beispiel, hier ungefähr, da war im Winter 2006, 2007 die Regenmenge nur 15% von normalen Jahren und hat den früheren Level erst 2011 wieder erreicht. Klimamodelle zeigen, dass die menschengemachte globale Erhitzung die Wahrscheinlichkeit einer solchen schweren und lang andauernden Dürre in der Region verdoppelt bis verdreifacht hat. Die Regenmenge schwankt zwar in einem natürlichen Rhythmus, aber insgesamt zeigt sich in den letzten 100 Jahren ein Abwärtstrend, der korreliert mit der Zunahme an Treibhausgasen. Auch die durchschnittliche Bodentemperatur steigt. Hier sieht man also Satellitenbilder, die die Vegetation anzeigen. April 2007 links, da sieht man noch das Grün sozusagen an den Rändern von Syrien, an der Küste und im Norden. Und man sieht dann im Vergleich 2008, wie wenig Grün es hier noch gibt. Wasserstress herrscht in Syrien schon seit den 1970er Jahren. Unter Hafez al-Assad sind die Anbauflächen für Weizen und Gerste ausgedehnt worden, auch auf trockene Gebiete, die mit Wasser aus Brunnen bewässert werden mussten. Bashar al-Assad hat die bis dahin stark regulierte Landwirtschaft geöffnet für private und oft regierungsnahe Unternehmer. Und die durften so viel nach Wasser bohren, wie sie wollten. Dadurch ist der Grundwasserspiegel kontinuierlich gesunken in Syrien. Berechnungen sagen, dass Syrien um 60% mehr Wasser entnimmt, als es dürfte, damit der Grundwasserspiegel gleich bleibt, damit sich das Grundwasser also regenerieren kann. Das ist natürlich, bewirkt ein unglaublich schnelles Absinken des Grundwasserspiegels. Ja, mit dieser Dürre von 2006, 2007 ist die Landwirtschaft im Nordosten zusammengebrochen. Hier, das war der Brotkorb Syriens. Kleine und mittlere Bauern hatten praktisch keinen Ernteertrag. Kleinere Viehzüchter haben fast ihre ganzen Herden verloren. Die Preise für Weizen, Reis und Viehfutter sind in diesem einen Jahr auf das Doppelte gestiegen. In der Saison 2008, 2009 ist der Weizenertrag um 38% gefallen. In 2012 ist überhaupt nur mehr halb so viel geerntet worden wie vor der Dürre. Ernährungsbedingte Erkrankungen von Kindern sind dramatisch angestiegen. Schulen hatten in manchen Gegenden nur mehr ein Fünftel der Schülerinnen, weil die Familien die Region verlassen mussten. Die Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik von Assad hat vor allem Einschnitte in Subventionen für Nahrungsmittel gebracht. Und von diesen subventionierten Nahrungsmitteln waren viele Syrerinnen und Syrer abhängig. Und noch dazu hat die Regierung 2006 ihre Getreidereserven verkauft, weil die Preise auf dem Weltmarkt gerade hoch waren. Und als die Dürre gekommen ist, hat es keine Reserven mehr gegeben. Hier ist eine Karte der am stärksten betroffenen Regionen, also die Region Hasaka, die Region Raqqa vor allem. Und hier sieht man auch, in den Steppengebieten und Wüstengebieten, wie die Viehzüchter ihre Herden verloren haben. Geschätzte 1,5 Millionen Menschen sind vor der Dürre geflohen, und zwar hauptsächlich in die Peripherien der Städte, die schon längst durch starkes Bevölkerungswachstum belastet waren. Sie haben halt gehofft, in Damaskus oder Daraa oder Homs oder Aleppo Arbeit zu finden. Allein im Gebiet von Aleppo sind fast 160 Dörfer vollständig aufgegeben worden. Zu diesen Binnenflüchtlingen, also diesen syrischen Binnenflüchtlingen, sind noch 1,2 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Irak gekommen, die zwischen 2003 und 2007 vor dem Krieg geflohen sind.
Das heißt, 2010 haben syrische Binnenflüchtlinge und irakische Flüchtlinge rund 20% der städtischen Bevölkerung ausgemacht. 2002 war die städtische Bevölkerung knapp unter 9 Millionen, 2010 fast 14 Millionen, also ein 50-prozentiger Zuwachs in nur 8 Jahren. Die gesamte Bevölkerung von Syrien war damals etwas über 21 Millionen. In diesen urbanen Peripherien, das waren Slums bis vernachlässigte Bezirke, das war gekennzeichnet durch illegale Siedlungen, schlechte Infrastruktur, Arbeitslosigkeit und hohe Verbrechensrate. Das Assad-Regime hat sich um diese Probleme nicht gekümmert. Der Anteil der Menschen, die unter der Armutsgrenze gelebt haben, hat sich von 2007 bis 2011 verdoppelt. Warum waren die Folgen der Dürre in Syrien schlimmer als in der Türkei oder im Irak, den Nachbarländern? Irak schöpft seine Wasserressourcen nur zu 80% aus und durch die Ölindustrie ist die Bevölkerung gerade im Nordwestirak weniger von der Landwirtschaft abhängig. Und die Türkei hat sehr viel in Bewässerung investiert und kann hauptsächlich mit Flusswasser bewässern und entnimmt überhaupt nur 20% ihrer Wasserressourcen. Jetzt kommen wir zum Aufstand. Unter dem Eindruck des arabischen Frühlings hat 2011 auch in Syrien eine Massenbewegung begonnen. Als unmittelbare Auslöser gelten vor allem zwei Ereignisse: die spontanen Protestdemonstrationen im Suk, also im Basar von Damaskus im Februar 2011, nachdem der Sohn eines Geschäftsinhabers von der Polizei zusammengeschlagen wurde. Und der zweite Auslöser: die Proteste im März in Daraa gegen die Misshandlung von Jugendlichen, die rebellische Graffiti gesprüht hatten. Die sind von der Polizei geprügelt und gefoltert worden. Und als die Eltern sich beschwert haben, sind die Eltern auch noch beschimpft und verspottet worden. Das Regime hat bei den Ereignissen von Damaskus noch zu beruhigen versucht, aber in Daraa haben die Sicherheitskräfte in die Demonstrationen reingeschossen. Zwei Menschen sind gestorben. Bei den Begräbnissen, die Begräbnisse sind wieder zu Demonstrationen geworden. Wieder ist Blut geflossen. Solidaritätsdemonstrationen in anderen Städten, die wiederum blutig niedergeschlagen worden sind, bis sich der Aufruhr im ganzen Land verbreitet hat. Wer waren die Akteure und Akteurinnen des Aufstands? Zuallererst Aktivistinnen, die schon im Damaszener Frühling aktiv gewesen waren, 10 Jahre vorher. Menschen aus der Mittelschicht, oft junge Leute mit Hochschulabschluss, aus allen ethnischen und religiösen Gruppen. Unter Jugendlichen war Arbeitslosigkeit, wie gesagt, besonders hoch und auch ein Hochschulabschluss hat ja keinen Job garantieren können. Der zweite wichtigste Faktor, laut Joseph Daher, einem syrisch-schweizerischen Politikwissenschaftler, der zweite wichtigste Faktor waren die Landarbeiter, die marginalisierten städtischen Lohnabhängigen und die kleinen Selbstständigen. Er schreibt, die Geografie der Revolten in Idlib und Daraa, wie auch in anderen Gebieten und in den Vororten von Damaskus und Aleppo, zeigt, in welchem Maß die Träger der Revolution Opfer des Neoliberalismus sind. Gut, das sagt ein marxistisch orientierter Sozialist. Aber dieselbe Einschätzung haben auch die Analysten von der amerikanischen National Defense University geteilt, Kilcullen und Rosenblatt, die praktisch wortgleich dasselbe geschrieben haben. Die Karte der von der Opposition gehaltenen Nachbarschaften in Aleppo ist genau die der sunnitischen Arbeiterklasse. Die Demonstrationen haben sich in erster Linie gegen Geheimdienstdiktatur und Korruption gerichtet. Als das Regime nach den ersten Demonstrationen in Daraa Steuersenkungen verkündet hat und die Löhne der Staatsbediensteten erhöht hat, haben Zehntausende demonstriert unter dem Motto: Wir wollen nicht euer Brot, wir wollen Würde. Oder: Das syrische Volk lässt sich nicht erniedrigen. In einem Interview erklärt ein Teilnehmer an den ersten Demonstrationen, dass die ständige Überwachung durch die Sicherheitsdienste ihm seine Würde geraubt hat. Neben Forderungen wie Medienfreiheit, Freiheit, Parteien zu gründen und anderen
seien die wichtigsten Probleme die Sicherheitsdienste und die Korruption. Denn die Sicherheitsdienste untergraben die Würde der Menschen und die Korruption beeinträchtigt die Möglichkeiten der Menschen, ihre Familien zu ernähren. In einem anderen Interview hat ein 28-jähriger College-Absolvent das so erzählt, der war als Teenager, ist in Hasaka aufgewachsen, in einer der am schwersten betroffenen Regionen. Und er sagt, da waren eben selbstbewusste Bauern, Herren ihres eigenen Stückchens Land, die zu gedemütigten Taglöhnern geworden sind. Und was die Leute am meisten aufgebracht hat, war, dass man, wenn man einen Job in der Verwaltung wollte, erst einen Beamten bestechen musste oder jemanden vom Geheimdienst kennen musste. Der syrische Ökonom Samir Aiter erklärt demselben Interviewer, dass es nicht die Dürre selbst war, die den syrischen Bürgerkrieg verursacht hat, aber die Tatsache, dass die Regierung nicht angemessen auf die Dürre reagiert hat, dass das eine große Rolle für den Aufstand gespielt hat. Viele einfache Bauern und ihre Kinder sind gerade dadurch politisiert worden. Eine Bäuerin erzählt, dass ihr Land zur Wüste geworden war, wie Salz. Sie hätten um Hilfe gebeten, aber nichts wäre geschehen. Nach 2 Jahren haben sie aufgegeben. Besonders für junge Menschen, sagt sie, war es schlimm. Junge Männer, die studieren oder heiraten wollten, konnten sich nicht mehr leisten. Und andererseits sind junge Mädchen früher verheiratet worden, weil die Familie nicht mehr für sie sorgen konnte. Als die Nachricht von den Demonstrationen in Daraa bekannt wurde, waren sie und die anderen Dürre-Flüchtlinge gleich dabei, sagt sie. Seit dem ersten Allahu Akbar schlossen wir uns der Revolution an, augenblicklich. Der Interviewer fragt sie, ob es dabei um die Dürre gegangen ist. Und sie sagt, natürlich, die Dürre und die Arbeitslosigkeit haben die Leute zur Revolution gedrängt. Ja, wie ist jetzt diese Rebellion gekapert worden von den religiös-dschihadistischen Kräften? Die Regierung hat diese Proteste von Anfang an dargestellt als Machinationen von sunnitischen Dschihadisten. Das ist umso leichter gegangen, als das Baath-Regime nie etwas unternommen hatte, um das Misstrauen zwischen den ethnischen und religiösen Gruppen abzubauen. Das Baath-Regime hat sich immer als nationalistisch, säkulär und überkonfessionell präsentiert. Der syrische Dichter Mohammed Dibo bezeichnet das als einen bloßen Deckmantel für Assads säkulären Sektarianismus. Unter dem Baath-Regime war jeder Diskurs über Sektarianismus in den Medien und generell in der öffentlichen Sphäre verboten. Aber gleichzeitig sind Positionen in der Regierung und im Militär informell nach konfessionellen Gesichtspunkten verteilt worden. Kurzer Zwischenwurf, wir haben noch 15 Minuten jetzt. Noch 15 Minuten. Ich bin auf Seite 11 von 13,5. Okay. Ja. Das heißt, sie haben also nicht nur Alawiten-Posten bekommen, aber das war so eingeführt, in einem Posten kriegt ein Sunnit, den anderen ein Schiit, den dritten ein Alawit. Ja, das hat jeder gewusst, aber man hat nicht drüber gesprochen. Die Rebellinnen und Rebellen haben von Anfang an gegen diese Verleumdung gekämpft. Angehörige aller Minderheiten haben sich am Freitag in sunnitischen Moscheen versammelt, einfach weil es dort am sichersten war. Und sie haben auch Allahu Akbar gerufen, aber haben viele erklärt, das haben sie so verstanden, Gott ist größer als alle Tyrannen. Nicht? Und sie haben auch immer wieder gerufen, Wahid, Wahid, Al-Shab, Al-Suri, Wahid. Also 111, das syrische Volk ist eins. Das war so eine ganz häufige Parole bei den Demonstrationen. Als die Sicherheitskräfte auf Demonstrantinnen und Demonstranten in Daraa geschossen haben, sind natürlich auch auf der Seite der Protestierenden Waffen aufgetaucht. Aber das waren am Anfang nicht Waffen salafistischer Terroristen, wie das Regime behauptet hat. Daraa zum Beispiel, das war eine Grenzstadt, wo einfach viele Menschen von Schmuggel gelebt haben und schon lange Waffen gehabt haben. Überhaupt waren gerade die ländlichen Gebiete sehr stark durch Clanstrukturen geprägt. Und wenn ein Mitglied eines Clans angegriffen wird, müssen alle solidarisch sich verhalten. Und nachdem aber natürlich
Clansmitglieder auch in den verschiedenen Städten gearbeitet haben, hat sich gerade dadurch die Rebellion sehr schnell, sehr stark verbreitet. Als das Regime immer brutaler vorgegangen ist, haben Soldaten, die nicht auf ihre eigenen Leute schießen wollten, angefangen, aus der Armee zu desertieren. Im Sommer 2011 haben abtrünnige Offiziere und Soldaten die Free Syrian Army gegründet, um die friedlichen Protestierenden zu schützen und Widerstandsoperationen gegen die Sicherheitsdienste zu initiieren. Die Free Syrian Army hat von Anfang an ausländische Hilfsquellen gesucht, aber der Westen war da sehr zögerlich. Und dieses Vakuum haben dann Geld und Waffen aus Saudi-Arabien, Katar und der Türkei gefüllt, laut einem amerikanischen Analysten. Kurz nach Beginn der Rebellion hat das Regime 260 ungefähr politische Gefangene aus dem berüchtigten Sednaya-Gefängnis, einem Foltergefängnis, begnadigt und darunter mal eine Reihe bekannter Dschihadisten. Die haben sofort begonnen, eigene Rebellengruppen zu bilden. So hat das Regime umso besser die Rebellion als dschihadistisch verleumden können. Die Entlassenen haben Kontakt aufgenommen zu verstreuten Zellen und haben schnell unterschiedliche bewaffnete Gruppen aufgebaut. Der IS hat aus dem Irak ein Kommando entsandt, um eine Dependance in Syrien zu errichten. Finanzielle Unterstützung für die bewaffneten Gruppen ist aus dem Budget des IS gekommen und aus den Golfstaaten. Im Jänner 2012 hat sich zum ersten Mal die Al-Nusra-Front zu Wort gemeldet. Die soll bis 2013 bis zu 1 Milliarde Euro bekommen haben von Al-Qaida-Sympathisanten aus Katar. Ja, wie konnten diese Dschihadisten so schnell Einfluss auf die Rebellion gewinnen und die Führung an sich reißen? Da das Regime sich als Verteidiger der Minderheiten gegen die sunnitische Mehrheit dargestellt hat und seine Truppen und die verbündeten bewaffneten Banden immer wieder sunnitische Viertel gezielt angegriffen haben und sunnitische Einrichtungen, hat sich sowohl bei den Minderheiten als auch bei den Sunniten der Eindruck verstärkt, dass es um ihre Existenz als religiöse Gruppe geht. Weiters hat noch die Enttäuschung über das Ausbleiben der Hilfe aus dem Westen eine Rolle gespielt. Die Rebellen haben zum Beispiel eine Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert, weil das Regime die Rebellenviertel bombardiert hat, die eigenen Leute bombardiert hat. Das hat der Westen sich nicht darauf eingelassen. Viele Kämpfer haben die Free Syrian Army verlassen, weil die dschihadistischen Milizen einfach besser organisiert und besser bewaffnet waren und mehr Geld gehabt haben. Sie haben denen halt eher zugetraut, das Regime zu besiegen. Außerdem hat die Al-Nusra-Front und der IS funktionierende kommunale Einrichtungen, staatliche Strukturen geschaffen. Das darf man nicht vergessen. Ja, die zum Teil besser funktioniert haben als die Einrichtungen des Regimes. Das hat Ordnung ins Leben gebracht. Ja, auch wenn das natürlich nur bestimmten Leuten zugute gekommen ist, die eben die Dschihadisten unterstützt haben. Viele junge Männer haben endlich die Chance zu heiraten bekommen, ja, weil sie als IS-Kämpfer ein Gehalt gekriegt haben. Ja, dass das halt durch Beraubung und Erpressung eines Großteils der unterworfenen Bevölkerung finanziert worden ist, das musste man ja nicht zur Kenntnis nehmen. Mit dem Hervortreten des IS dann in Syrien hat eben die sektarianistische Spaltung der Rebellion einen Höhepunkt erreicht. Bis dahin waren die USA sehr vorsichtig und haben ganz zögerlich bewaffnete Oppositionsgruppen unterstützt, aber jetzt waren sie in einer Zwickmühle. Sie mussten jetzt praktisch selber die Feinde von Assad bekämpfen und gemeinsam mit den Kurden hat diese Koalition ja bekanntlich den IS, die staatlichen Strukturen des IS zumindest zerschlagen. Denn IS selber existiert noch immer. Ja, auf Rojava kann ich nicht eingehen. In den Kurdengebieten hat es eine ganz eigene Entwicklung gegeben, die sehr interessant und spannend ist. Eine demokratische Entwicklung mit einem starken ökologischen Zug, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Jetzt noch kurz zur Flucht. Von 2011 bis 2018 waren laut UNHCR
5,6 Millionen Menschen aus Syrien geflüchtet. Davon hielten sich damals 3,6 Millionen in der Türkei auf, mehr als 1 Million im kleinen Libanon. 6,6 Millionen zusätzlich waren Binnenflüchtler in Syrien. 1 Million Syrer hat zwischen April 2011 und Juni 2016 in Europa um Asyl angesucht. Die Flucht von Syrien nach Deutschland mit Hilfe von Schleppern konnte so 6.000 Euro im Schnitt kosten. Zusammenfassend. Welche Faktoren haben also zu Bürgerkrieg und Flucht geführt? Ein korruptes diktatorisches Regime, neoliberale Deregulierung, zunehmende Ungleichheit und Verarmung, ethnisch-religiöse Teile- und Herrschepolitik, Raubbau an Wasserressourcen und dazu dann eben eine noch nie dagewesene Dürre, eine Wetterkatastrophe, die durch die globale Erhitzung begünstigt war. Alle diese Faktoren zusammen haben zu einer massiven internen Migration geführt, die alle sozialen Probleme verschärft hat. Die Rebellion ist nicht unmittelbar jetzt nur von den Dürreflüchtlingen ausgegangen, aber sie ist getragen worden von allen, deren Lage sich durch die interne Migration verschlechtert hat. Die Taktik des Regimes, die Einmischung aus den Golfstaaten und das Ausbleiben von Hilfe für die demokratischen Kräfte, das hat dann dazu geführt, dass politische Abenteurer unter der Fahne der Religion die Rebellion kapern und zeitweise ein faschistisches sogenanntes Kalifat errichten konnten. Und das hat dann letztlich eine internationale Allianz unter Führung der USA zum Eingreifen gezwungen. Dass die aus Syrien geflüchteten Menschen nicht identisch mit den Dürreflüchtlingen sind, das geht allein schon aus den Zahlen hervor. 1,5 Millionen sind vom Land in die Städte geflüchtet, 5,5 Millionen sind aus Syrien herausgeflüchtet, 6 Millionen innerhalb von Syrien geflüchtet. Es sind also 3 bis 4 Mal so viele, die vor dem Krieg ins Ausland geflohen sind. Insgesamt ist oder war die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht. Und die Kosten der Schleppung nach Europa lassen uns natürlich vermuten, dass ein großer Teil der durch die Dürre Verarmten sich diese Flucht nach Europa gar nicht leisten konnte. Also wir sehen, es müssen eine Reihe von Faktoren zusammenkommen, damit aus klimatischen Veränderungen eine soziale Katastrophe wird. Eine Entwicklung zu mehr Demokratie und Gerechtigkeit ist allerdings in der Region nicht absehbar, abgesehen von dem Projekt Rojava, das aber auf sehr wackeligen Füßen steht und von allen Seiten bedroht ist, von der Türkei, von Syrien, also vom syrischen Regime. Und Klimamodelle lassen befürchten, dass der fruchtbare Halbmond überhaupt bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein wird und die ganze Region nicht mehr landwirtschaftlich genützt werden kann. Und da kann man sich jetzt vorstellen, was das bedeutet. Ich habe das deswegen so ausführlich beschrieben, weil man dann unter diesem Gesichtspunkt sich dann andere Brennpunkte anschauen kann und sich überlegen kann, ja, was würde denn möglicherweise passieren, wenn, sagen wir jetzt, große Teile von Bangladesch überschwemmt werden, dann fliehen Küstenbewohner in die Städte, dann drängen Bangladeschis nach Indien, dann gibt es also wieder einen Clash zwischen muslimischen Bangladeschis und den nationalistischen Hinduisten, ja. Das sind alles Dominoeffekte, die sehr komplex sind. Ja? Aber es ist nicht das Klima allein. Ja? Man kann sich ja vorstellen, dass zum Beispiel, wenn die Niederlande es viel leichter haben, auf steigende Meeresspiegel zu reagieren als eben Bangladesch. Das sind also die sozialen Verhältnisse, ist natürlich der Reichtum, die Ressourcen, die in einer Region vorhanden sind, all das spielt dann zusammen, ob es dann auch zu einer sozialen Katastrophe kommt. Danke, Martin, für den coolen Vortrag.